Es kann nicht Gottes Wille sein, dass das arme Volk schmachtet und verhungert. Du widersprichst mir. Du stellst mich und meine Offenbarung in Frage. Dann stellst du auch das Wort unseres Herrn in Frage. Das ist Blasphemie und Verrat. Und darauf steht der Tod. Zum einen ist es sicherlich so, dass grausame und blutrünstige Geschichten den Menschen besonders gut im Gedächtnis bleiben. Andererseits muss man sehen, dass die Täuferbewegung in der Form, wie sie sich hier in Münster 1,5 Jahre lang gezeigt hat, über Jahrhunderte hinweg außerordentlich negativ beurteilt wurde. Und da passt natürlich ein Anführer, der seine Frau selber hinrichtet, sehr gut in das Bild von Wahn und Falschheit einer solchen religiösen Bewegung.